Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Fick 89 zurück bei Let's Play Kingdom Hearts 3. Was leider wurde übernommen von einem dieser Marionetten im Spielzeug dank den jungen Xehanort, und wir befinden uns immer noch nach der Suche, also auf dem Weg, um ihn zu retten. Wir nutzen einen der Geigers Roboter, um hier beim Kinderspielabteilung einen Weg zum Lüftungsschacht zu bilden. Und uns fehlt nur noch eine einzige Blockreihe. Dort drin haben wir bereits hoffentlich alles erkundet. Ich schaue mir noch ein bisschen um. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, weil ich muss auch sicher gehen, dass ich so ziemlich alle Truhen habe. Das ist echt nicht leicht. Da ist eine Truhe, aber wie komme ich denn daran? Das Netz kann ich allein nicht zerschießen. Oder zerschlagen. Oder halt. Ach, ich komm da. Okay. Passt schon. Ich komme so durch. Gut, dann nehme ich jetzt mal den Roboter. Einen frischen. Der sich auch recht schnell bewegen kann. Die Roboter wären auch ganz cool, wenn wir die übernehmen könnten. So, aber wo lang jetzt? Es fehlt ja noch eine einzige Blockreihe. Das ist wieder der Anfangsbereich. Ich schätze mal, wir müssen hier durch. Sieht mir ganz danach aus, weil hier durch den Ballpool können wir leider nicht durch. Das geht leider nicht. Oh, da ist eine Truhe, die habe ich gar nicht gesehen, ey. Oh, eine Blitzspange. Es gibt neue Ausrüstungsgegenstände. Gibt einen besonderen. Die Blitzresistenz wird ein wenig erhöht. Das wäre doch was für. Goofy. Okay. Das passt mir. Ich meine, hier durch das Rohr können wir nicht, weil das auch durch Finsternis blockiert wird. Jetzt muss ich aber denken. Ich müsste also jetzt mal hier durch. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den ich habe. Na, ich könnte hier hoch. Müsste möglich sein, aber dazu müsste ich einen Geigers-Roboter nutzen. Nee, komm, nutzen wir jetzt erstmal das Rohr hier. Okay. Mehrere Abzweigungen mal wieder. Aber diese hier führt zu einer Truhe und zu einer großen noch dazu. Ah, die Schlacht. Entspielst klassischen Königreichs. Du kannst auch den Gummifon spielen. Nice. Schon cool. Dass man wirklich hier praktisch eine Smartphone-Anspielung macht. Ich kann es bis heute nicht. Bis jetzt doch gar nicht fassen, dass man sowas macht hier. Aber lustig ist es auf jeden Fall. So, wo will mich das jetzt hier hinführen? Oh. Hier könnten wir nach unten. Ah. Es schadet nicht, hier oben zu bleiben. Sind das Sandsäcke? So, für die Kinder, können die da trainieren? Oder was soll das denn? Ah, jetzt sind wir wieder hier unten. Da geht's ganz nach unten. Aber man kann zum Glück hier jederzeit wieder rauf. Zumindest zu diesem Bereich hier. Der ist wert, es natürlich erkundet zu werden.
komme ich hier wieder ganz rauf. Aber ich möchte mal wissen, ob es hier noch irgendwo Truhen gibt. Vor allem im Sonnenbereich sollten eigentlich ja gleich mal Herzlose angreifen. Aber das tun sie nicht. Hier ist stattdessen noch ein weiterer... Oh. Nee, das tut nichts zur Sache, diese Stange. Nicht wirklich. Na schön, dann sollte ich mich wieder nach oben begeben. Weil da müsste ich dann... Okay, so nicht. Da müsste ich dann die letzten Blöcke finden, die jetzt noch, die mir jetzt noch fehlen hier. So, das sind wir wieder. Ein Fluorid? Okay. Ja, und das ist natürlich so eine Art Feuerleiter, oder wie sagt man dazu? Ruck! Ruck! Uh-oh! Natürlich wird jetzt der Roboter übernommen. Aua, aua, aua! Na warte! Boah, mit einer Kombi fast fertig gemacht und das wär's. Dein Teleporttricks kann mich mal hier. Ja los, Goofy! Zeig's ihm! Komm her, du! So. Das sind die nächsten Blöcke. Ich kann sie auf jeden Fall erkennen. Aber wo sind die nächsten Gegner? Oh, jetzt müssen wir doch hier durch. Ich habe mir schon gefragt, wenn da eh so ein offener Bereich ist, ob da nicht noch Herzlose dazu kommen. Ja, scheint so. Der Blitz hat den durcheinander gebracht. So. Müssen wir weiter nach unten? Nee, da ist noch einer. So, ich glaube, jetzt müssen... Ach! Wo kommt ihr denn alle her? Ich höre da noch einen... Aber wo? Ah, Donald hat den bereits erledigt. Ich glaube, die sind unter uns. Wenn ich nur wüsste, wo ich jetzt meine Magie wieder zum Einsatz bringen kann. Da unten? Da sind sie. Und natürlich wird der Roboter auch übernommen. Das war klar. Ich hab's ja schon befürchtet, dass das passieren muss. Na schön, Zeit für bisschen Blitz. Haha, das sieht genial aus. Aber wir sind noch nicht fertig, da sind noch welche irgendwo. Was? Wo? Wo? Wo sind denn noch Gegner? Ja, wir kommen nicht raus. Wo stecken hier noch Gegner, ha? Ich hoffe, die werden irgendwie auf der Map angezeigt, aber ich sehe da leider keine Anzeige, anders als in dem einen Videospiel, wo wir gesteckt haben. Hm. Oh, die Kampfmucke hat auch was, muss ich sagen. Oh, das war's? Dann hat wohl Donald den nächsten Gegner bereits erledigt. LOL. Ohne dass ich ihn sehen kann. Ja, meine Partner sind wirklich praktisch. Ohne sie hätte ich jetzt den letzten Gegner wahrscheinlich niemals gefunden. Oder noch länger gebraucht, um ihn zu finden. Ey, das finde ich schon cool, wenn man die Partner schon so... Ja.
so stark gemacht hat. So. Aber ich glaube, hier bin ich falsch ohne einen der Roboter. Also noch mal ganz nach unten. Oder nicht ganz. Okay. Jetzt aber. Ich hoffe, so einer tut's auch. Na, muss wohl. Na, komm ich nicht da durch die Löcher? Bin ich selbst dafür zu groß? Alter, wie groß müssen diese Spielsachen eigentlich sein, wenn man selbst mit ihnen durch die Löcher nicht durchpasst? Hä? Wie komme ich denn hier jetzt hoch mit dem? Ich will da nach oben! Da! So, jetzt haben wir's. Dann mach mal deine Arbeit. Es geht auch mit ihm, nicht bloß mit den hellblauen. So, das wär's. Der Weg wurde geschaffen. Wir sind ja fertig. Final Fantasy Mug. What? Yep, and it's our way up to the dark corridor. Nicht euer Ernst! Ein Kaktua, oder wie nennt man die Gegner? Ah, da war der Weg blockiert und jetzt kommen wir da runter. Kaktua, das sind ja Gegner aus Final Fantasy! Wo ist er denn? Ich meine, Square Enix ist erlaubt, sowas zu machen. Ist auch klar, ist eins deren, von deren Produkten. Da ist er. Ach du Scheiß. Wie geil. Ernsthaft, das ist einfach nur zu epic. Ich könnte mich selbst beämmeln. Dass sie tatsächlich da einen Gegner aus Final Fantasy reinbringen. Naja, ist ja nichts Besonderes. Das ist eine Mischung aus Final Fantasy und Disney. Okay, wir sind angelangt. Und da gibt es auch nicht nur einen Speicherpunkt, sondern auch gleich einen Mokri-Shop. Okay. Gibt es neue Items? Oh. Ach so, ja. Nur mal nicht geizig werden hier. Achso, das kann ich nicht mehrmals auswählen? Schade. Na schön, habe ich mal 5 Stück von diesen Juwelen. So. Ja, mir fehlen immer noch Mithril-Tropfen. Die müsste ich eigentlich herstellen können, oder? Tatsächlich. Aber nur einen einzigen. Dafür brauchte ich einen Dunkeltropfen und Zwiechtropfen. Was? Ich hab doch einen! Hier muss ich erstmal es abgeben hier. Okay. Dann gebe ich ihm halt den Kampfhammer Plus. Obwohl. Nee, komm, ich spare mir das, weil. Den Item Boost hat er bereits. Ah, aber dafür. Könnte ich meine Schlüsselschwerter verbessern. Das geht jetzt auch schon. Aber hebe ich mir erstmals noch alles auf, das passt schon. So, wir sind angelangt. Dann heißt es jetzt wohl endlich mal Boss-Action, ne? Wird auch Zeit dafür. Da nichts wie hin.
It looked like this? Yep. Here goes. Xehanort! What do you want with my friend? Look, such tremendous darkness. All because he was ripped away from the boy who cares about him most. Does that mean we'll all be like Buzz? If we don't find Andy? Wrong! Distance doesn't matter. Andy's part of their hearts, just like my friends are part of mine. You can't rip that apart. What? Your friends are your power? How very true. But if the light of friendship is a form of power, the darkness of being alone is a power even greater. Darkness is the heart's true nature. Whatever you're talking about, I don't care. Put Buzz back the way he was, then get lost. Or else what, toy? Yeah, I am a toy. And a friend. My guess is no one's ever loved you before. Because you know nothing about hearts and love. There are hearts all around us, trying to connect. Your loneliness only made Woody and Buzz's connection stronger. That's the heart's true nature, to never ever let go. Wherever they are, Andy and the other toys haven't let go either. Yeah, you can't keep us from Andy. We're going home no matter what. And taking Buzz. Xehanort, you're so caught up in finding the shadows, you forgot about the light that cast them. No. Woody, now! Giddy up, partner. We gotta get this wagon train a-moving. Woody. Wait, how did I get here? Oh, I don't know. Maybe somebody switched you into dark and stormy mode. But I don't have a... Thank you, Woody. Good to have you back, Buzz. Hey, hurry up! Huh? We can't hold him much longer! Don't give up, guys! So, even empty puppets can be given strong hearts. I am going to have to remember that. Remember this. Our hearts will always be connected to Andy's. No matter what you do. And that's something you'll never understand. Because you're hollower than any toy. But now I know a heart can be placed in the vessel of our choosing. For that, let me give you a parting gift to play with. Wait! Find the hearts joined to yours. Huh? Oh. There! Careful! Whoa! Here goes!
Okay. Was ist das jetzt für einer? Wow. Der beballert uns schon mal. Das ist auch so ein herzlosen Ufu. Okay, Goofy Bomber. Noch mal sehen. Was nicht auch gebacken kriegen hier. Das hat ihn nicht erwischt. Hä, gibt es etwas, was ihn überhaupt erwischen kann? Ich meine... Ah, wir müssen nach oben zu ihm. Okay. So. Ah, so treffe ich ihn niemals. Muss aufpassen. Oh! Dankeschön! Wenn man näher dran bleiben, dann erwischt er uns nicht. Oh ja, die können wir auch nutzen, die ganzen Blöcke. Warte! Alter, wie er immer von uns fernbleiben möchte. Aber das ist auch der springende Punkt. Na? Da hast du was auf der Birne, mein Freund. Okay. Sind für ein weiteres Goofy-Schild dieses Mal. Och Mann, da entfernt er sich vorher und dann Bipper. Ballert er uns doch. Aua! Okay, jetzt reicht's. Okay, Zeit für den Schildmodus. Goofy hat das auch ziemlich gut angestellt. Na warte. Jetzt reicht's mir. Treffe ich ihn damit überhaupt? Ich sieht nicht so aus. Ich habe überhaupt nicht damit treffen können. Das ist Mist aber auch. Ja los, greift ihn an, Leute! Au! Alter! Okay. Nur eine Frage an der Zeit, bis das er dich mal nachgibt. Okay, ich wechsle mal zum Königsanhänger. Weil diese zweite Form möchte ich auch mal nutzen können. Oh, die Rakete. Was zum Teufel macht er jetzt? Ich kann überhaupt nicht mit den Angriffen treffen hier. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. So, jetzt bin ich drauf. Zack! Yes! Das wollte ich doch erreichen. So, Raketenrandale auch noch oben drauf. Dass es schön ordentlich wehtut. Bald haben wir ihn. Schön, trefft ihn damit bitte. Oh ja, das war ein Volltreffer. So. Puh, die Rakete hätte mich auch erwischen können jetzt gerade. So, jetzt bleibt bitte mein Königsanhänger. Zweite Form. Ach Mister, verschwindet er einfach. Ich kriege ich noch. Das ist das Letzte, was ich tue. Meine zweite Form lässt bald nach.
Ah, so ein Mist, ey. Aua, aua. Was soll das denn? Och nö, jetzt kommt das wieder. Bringt das was? Ich glaub nicht, dass ihn das getroffen hat. Au weh. Was ist da ganz nach oben? Und dann. Zack! Ja! So. Jetzt zeige ich's dir. Goofy Bomber! So, erwisch ihn damit. Oh, das wär's! Geiler Abschluss. Sturzhieb. Okay. So Xehanort got away again. Yeah, he's a big chicken. I'm sorry. What? Hmm? I wanted to get you back to the real world. It does seem that we're trapped here. We'll never get home. Yeah, stuck like pigs. Our position appears fixed. Oh, no! A shame we'll have to stay a little longer. With our new best friends. Well, after all the adventures we've had, we're not quite ready to say so long. You guys! I'm sorry that I was being so stubborn. Please forgive me. Hey, you were just looking out for your friends. No biggie. Yeah, somebody's gotta be the sensible one. Huh? Especially since Woody's always getting in trouble. Gorsh, that sounds a little like Sora, don't it? Huh? Yeah, and I'm the dependable one. Like Buzz. Kinda. Besides, if we do go back to the real world, we'll never see you again, right? Oh. But what about Andy? You care about him so much. Oh. And he's still right here with us. Oh. If we follow our hearts, we'll find them again. Yeah. So, Sora, are you going after the guy in the black coat? Something tells me we can't join you on that mission. That's okay, because you become part of our hearts. Oh. So let us become a part of yours. Thank you! Now, off you go. To infinity and beyond! Und das war's jetzt mit der Welt von Toy Story. Unzertrennliche Freunde. Tja, im nächsten Part werden wir dann mit der nächsten Welt anfangen. Da begeben wir uns dann gleich hin. Und ich denke, ich werde dann dieses Mal die Gummischiff-Mission hoffentlich jetzt besser hinbekommen. Außerdem, was mir auch aufgefallen ist, bezüglich dieses Fotoschießens, das hätte ich schon in der letzten Seite-Part
17 hätte ich das erwähnen müssen. Glaube ich, war Part 17, oder? Ja, Part 17. Ich meine, das hat mir bestimmt schon in Kommentaren geschrieben. Ich meine, ich werde da noch einen Kommi verfassen, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Das war nämlich ein Sternenbild, was ich hätte fotografieren sollen, nicht eins dieser Dinger. Die sind nur für den Turbo zuständig. Jetzt habe ich es langsam begriffen. Aber dass ich das jetzt weiß, hoffe ich, dass ich dann jetzt dementsprechend auch besser damit umgehen kann mit den neuen Gummijet-Modus. So, jetzt bekommen wir Hiss-Sheriffs Nummer 1. Ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Angriff. Formänderung Hyperhammer-Drillschlag. Hyperhammer. Ich glaube, da gab's doch was in einem Trailer. Hyperhammer, oh krass. Alles klar. Das werden wir dann ab dem nächsten Part in der nächsten Welt natürlich ausprobieren. Und ja. Wenn mir jetzt gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und Kommentare nicht vergessen. Dann sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush oder Figgetinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Kingdom Hearts 3. Also wiedersehen und tschüss, oder?